Heute stricken wir gemeinsam eine Socke. Hallihallo, ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wollost Team. Ja, heute stricken wir mal wieder gemeinsam eine ganze Socke, weil ich werde wirklich von vielen immer angesprochen. Was hast du für ein Bündchen gemacht, wenn ich jetzt nur das Muster zeige? Welche Ferse hast du, welche Spitze und so weiter? Jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme euch mit auf meine Sockenreise, weil ihr seht, eine ganz, ganz neue Signature. So, wenn neue Wolle kommt, es fängt sofort in meinem Kopf an zu rattern. Oder es ist ja eine neue Farbe. Was kannst du machen? Und diese beiden haben mir so gut zusammengefallen, dass ich mir gedacht habe, ich werde daraus eine ganz tolle Socke stricken. Ups, ihr seht, ich habe hier schon den Faden rausgezogen. Ja, also, das ist unsere brandneue Signature. Von der Maße her ist das auch immer gleich. Und zwar haben wir auf 100 Gramm 75% Wolle, 25% Nylon, hat 400 Meter auf 100 und mein Hund, der buddelt. Kennt ihr das auch? Ich habe ja hier ein Bett stehen und wenn er sich da reinlegt, ich höre es immer klonk, 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 die buddeln erstmal die ganze Zeit, bis die so diesen richtigen Platz haben. Das kann sein, dass er jetzt noch ein paar Mal hin und her buddelt. Also jetzt wieder zurück. Also 75 Wolle, 25 Nylon, 400 Meter auf 100 Gramm. Und die neue Farbe heißt J. So, und ihr seht, es ist ein Haufen Farbe da drin. Ein Blau, hier so ein leichtes, das ist wie so ein, das ist nicht ganz rosa, ne? Das ist eher so ein, wie nennt sich das, nicht so ganz rosa. Also ihr könnt das auch sehen, so ein leichtes Braun mit drin. So, und dazu habe ich gewählt die Pazifik. Ihr seht, da habe ich schon mal was von gemacht. Hiermit werde ich auch die Spitze stricken. Ich werde damit die Ferse stricken. So, jetzt haben wir es jetzt. JJ, ist gut jetzt. Guck mal, die Farbe heißt auch JJ. Also ich werde damit Spitze stricken, Ferse stricken und oben das Bündchen. Das Bündchen werde ich auch diesmal ein bisschen anders machen. Ich habe mir gedacht, ich werde mit einem lettischen Zopf stricken. Das finde ich richtig toll. Das habe ich schon zwei, dreimal gezeigt. Aber der kommt hier oben ins Bündchen diesmal mit rein. Ich habe ein Muster gewählt hierfür. Diesmal ein Lochmuster. Weil es wird jetzt etwas wärmer. Und ja, lasst euch überraschen. Kommt mit auf meine Reise. Sucht euch eine schöne, also wir brauchen einmal hier so einen Kontrast oder ein Verlaufsgarn. Jetzt habe ich es. Und einmal ein Kontrastgarn oder was gut dazu passt. So, dann würde ich sagen, die Nadeln raus. Ihr wisst, ich stricke am liebsten mit dem Cubix. Heute habe ich die Stärke 2,5 gewählt. Nadeln raus, Wolle raus und lasst uns gemeinsam stricken. So, wir fangen erst mit dem Unifarben an. Da ich wirklich sehr, 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 sehr fest stricke, muss ich immer ein paar Maschen mehr anschlagen, als in den Sockentabellen immer steht. Ich werde hier tatsächlich mit 80 Maschen arbeiten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, also ich brauche so 41, 42 bei diesen Socken und ich nehme jetzt tatsächlich 80 Maschen auf. Ihr könnt ja so viel, wie ihr braucht. Ich sage euch gleich, das Muster, was nachher, also wir stricken ja erst das Bündchen, auch mit diesem lettischen Zopf solltet ihr so ein paar Maschen mehr anschlagen, weil der doch sehr straff ist. Aber nachher für das Muster berechnen wir 10 Maschen pro Mustersatz. Also ihr könnt natürlich, wenn ihr eine Größe 38, 39 habt, wunderbar mit 60 Maschen arbeiten. Ihr müsst da ein bisschen gucken. Wenn ihr normal 72 Maschen anschlagt für die 41, könnt ihr das getrost machen und dann nachher für das Muster eventuell dann 2 Maschen abnehmen, dass wir dann glatt auf diese 10 kommen. So, jetzt habe ich viel geredet. Also ich schlage, wie gesagt, genau 80 Maschen an. Einmal hier zur Seite
Und was ich bei jedem, wirklich bei jedem Socken stricke, ist ein altnorwegischen Sockenanschlag. Das habe ich euch schon einmal verfilmt, aber ich zeige euch das noch einmal. Wir machen ganz normal diese Anfangshaltung für den Kreuzanschlag. So, dafür macht ihr so ein Dreieck, geht mit Daumen und Zeigefinger rein und wir kippen das Ganze. So, und die erste Masche wird ganz normal gestrickt. Da gehe ich hier unten beim Daumen rein und von oben bei dem Zeigefinger und hier beim Daumen wieder zurück. Das ist jetzt die erste Masche. Ich komme jetzt einmal ein klein bisschen runter, würde ich sagen. So, also der altnorwegische Sockenanschlag, den nehme ich daher, weil ihr hört schon Sockenanschlag, es ist wirklich sehr elastisch. So, dafür nehme ich jetzt die Nadel und kippe mir das hier runter. So habe ich jetzt hier ein Dreieck und hier ein. Jetzt gehe ich mit meiner Nadel unter beide Fäden durch, also unter beide durch. Hier mit der Spitze jetzt hier oben rein, hier raus und jetzt nehme ich meinen Daumen, den kippe ich, dass hier unten eine Drehung entsteht, so gekippt lassen. Oben beim Zeigefinger jetzt hier den Faden holen und jetzt hier wieder durch. So. Dadurch, dass jetzt so eine Drehung mehr drin ist, ist es wirklich sehr elastisch. Ich zeige euch das aber noch gerne einmal. Also, wer das kann, kann jetzt bitte einmal vorspulen, weil das Video wird doch etwas länger, dadurch, dass wir einen ganzen Socken stricken. So. Von unten, also hier, von unten unter beide Fäden durch. Hier oben in der Mitte vom Daumen rein und jetzt den Daumen hier zum Zeigefinger her kippen. Dann haben wir hier den Faden, den holen wir uns und jetzt hier durch diese Lücke beim Daumen wieder raus. Und ihr seht, dabei gehe ich jetzt hier wieder hoch und ich kann es loslassen. Ich zeige euch das noch einmal. Also unter beide Fäden beim Daumen durch, hier in die Mitte rein und jetzt wird der Daumen gekippt. Hier beim Zeigefinger den Faden holen, hier beim Daumen wieder rein, den Daumen nach oben und einmal loslassen. So, das mache ich jetzt einmal komplett meine 80 Maschen. Ihr schlagt jetzt so viele Maschen an, habe ich ja eben gesagt, wie ihr braucht. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, Entschuldigung, wenn ihr die Maschen fertig aufgenommen habt, dann schließen wir das Ganze so zu einem Kreis. Dann wird das Ganze gedreht, dass der Faden, der Arbeitsfaden hier auf der rechten Seite ist. Ihr könnt jetzt hier auch sehen, die Maschen. Hier, die zeigen hier alles schön nach unten. Die erste Runde, die wird nur glatt rechts gestrickt. Also wir stechen jetzt hier in die erste Masche ein und das ist tatsächlich so, dass die erste Masche auch immer für mich sehr fest abzustricken ist, weil ich, wie gesagt, auch sehr fest stricke und so, also die erste Masche. Also wir stricken jetzt tatsächlich die erste Runde in jeder Masche eine rechte Masche. Nur rechter Maschen. Einmal ringsherum. So, wir brauchen jetzt einmal die zweite Farbe. Und ich sehe, ich bin schon ganz in Gedanken. Ich zeige euch natürlich nochmal, wie ich zweifädig, zweifarbig stricke. Und zwar gehe ich hier mit den beiden Fäden, klemme ich mir das unter den kleinen oder zwischen kleinen Finger und Ringfinger, gehe ich hier mit meinem Zeigefinger einmal nach oben, habe jetzt hier beide Fäden auf meinem Zeigefinger und nehme den vorderen Faden einmal runter und drehe ihn hier auf meinem Finger.
so dass der Faden hier von vorne rüber läuft und der kommt hier so von hinten. So, wir stricken jetzt eine Masche in Bund und eine Masche in Uni, immer im Wechsel. Also die erste Masche ist etwas locker, weil der Faden einfach ja nur so hin runterhängt. Also eine Masche in Bund rechts, wir stricken jetzt nur rechte Maschen, und eine Masche hier in der Unifarben. So, ich zeige euch das noch einmal. Also eine Masche hier in Bund und jetzt können wir hier den Faden von oben holen und eine Masche hier in der Unifarben. Und so könnt ihr wunderbar zwischen den beiden zwischen den beiden Fäden hin und her stricken. Wem das jetzt zu schnell ging, ich habe dazu schon mehrere Videos gedreht, wie man mehr fädig und farbig strickt, in Vereilvideos. So, und wir stricken jetzt immer eine Masche Uni, eine Masche Bund. Oder fangen halt mit der bunten an. So, und das über die ganzen vier Nadeln. So, es geht weiter, dass wir mit zwei Farben arbeiten. Ich komme jetzt hier mal wieder ein bisschen runter, weil das wird jetzt nicht schwierig, aber es ist doch etwas ungewohnt, weil normal arbeiten wir ja mit Faden nach hinten und jetzt kommen die beiden Fäden aber nach vorne. So, wir arbeiten jetzt einen lettischen Zopf. Also den Anfang haben wir ja schon gemacht, das ist immer die erste Runde. Und jetzt ist das so, dass wir auf Grau mit dem, oder auf Bunt, es ist jetzt im Moment das Grau hier, oder Bunt kommt Bunt und auf Blau kommt Blau. So, jetzt ist das so, dass wir, ich lege mal hier meine Anfangsfäden nach hinten, dann kann man das vielleicht besser sehen. So. Wir stricken jetzt auch mit zwei Farben, wie gesagt. Und in dieser Runde ist das so, wir stricken nur linke Maschen. Und auf Bunt kommt Bunt, auf Blau kommt Blau. Aber es ist jetzt so, jetzt haben wir ja hier beide Fäden liegen. Und in dieser Runde ist das so, ich lege nochmal meine Anfangsfäden nach hinten, dass wir immer bis zum Ende der Runde den Arbeitsfaden unter den bunten drunter legen. Also wenn die beiden Fäden jetzt hier sind, ich möchte jetzt hier mit meinem bunten Garn arbeiten, der kommt jetzt hier unter den blauen und der blaue kommt hier zur Seite. So, jetzt steche ich hier in die Masche ein, in die nächste, hole mir hier den Faden. Es ist, wie gesagt, es sieht komplizierter aus, als es ist. Es ist halt nur ein bisschen ungewohnt. Aber ich finde den Effekt wirklich richtig toll. Also diese Masche wird jetzt links abgestrickt. Und jetzt brauchen wir ja das Blau. Dann kommt dieser Blau, der bunte wieder nach unten. Und ich habe ja gesagt, den Arbeitsfaden immer unter den wir gerade gestrickt haben. Also hier eine Drehung hin. Und hier den Faden einmal hochnehmen und links stricken. So. Was ihr jetzt machen könnt, das mache ich auch, dass ich jetzt hier schon mal in die nächste Masche einsteche. Ich empfinde das als wesentlich einfacher. So, habe jetzt hier wieder meine beiden Fäden und ich möchte jetzt bunt stricken. Das heißt, ich mache wieder eine Drehung und stricke die links ab. Steche schon in die nächste Masche ein. Mache hier wieder meine Drehung, also immer unten drunter den Faden. Und die wird links abgestrickt. In die nächste Masche schon einstechen. Hier die Drehung vor sich nehmen. Den Faden holen und hier links abstricken. Ich denke, das Prinzip habt ihr verstanden. Einfach hier diese Drehung
und links abstricken. Hier einstechen. Wieder beide Fäden nehmen. Diese Drehung, dass der Arbeitsfaden unter den gerade gestrickten ist. Und links abstricken. Und das machen wir jetzt auch einmal komplett Reihe rum. Also nicht wundern, es fängt jetzt an, sich hier zu drehen. Aber in der nächsten Runde, da drehen wir das Ganze andersrum und dann drehen wir das im Endeffekt wieder auf. Gut. Also jetzt immer unten drunter, grün auf grün, bunt auf bunt und dann einmal ringsrum. So, ihr seht, ist bei euch bestimmt auch so, aber jetzt entwirren wir das Ganze. Also die ersten Maschen sind wirklich etwas blöd, ne, weil es ist tatsächlich wirklich ein bisschen eng hier vorne, aber es, weil wir jetzt genau andersrum stricken, wird das jetzt gehen. Also die Fäden wieder nach vorne. So, ich steche jetzt hier auch schon wieder in die erste Masche ein. Und jetzt ist das so, dass wir nicht unten drunter arbeiten, sondern oben drüber. Also ich habe jetzt hier ja mein Bund. Hier sind meine beiden Fäden. Und jetzt kommt der graue und ich gehe jetzt drüber, über den und stricke die Masche links. Also jetzt machen wir es genau andersrum. So. Und hier wieder in die nächste Masche einstechen. Und jetzt geht die Drehung genau andersrum. Ihr seht jetzt hier kommt jetzt der blaue Faden von oben. Also jetzt genau andersrum. In die nächste Masche schon wieder einstechen. Und jetzt kommt der Arbeitsfaden von oben. Der grüne geht jetzt unten drunter. Jetzt brauche ich wieder mein Grün oder mein Pazifik ist das ja. Und drehe mir das Ganze, dass der von oben kommt. Und das ist schon der ganze Trick. Und gehe hier in die nächste Masche rein wieder. Und mein Arbeitsfaden kommt von oben. So, und auch das machen wir einmal ringsrum. So, fertig ist der Zopf und also sagt mal ehrlich, dieser Aufwand, der lohnt sich wirklich richtig doll, weil es sieht einfach wunderschön aus. So, ich werde jetzt ein kleines Stück in den ich habe eben immer grün gesagt, ne? Aber das ist eher so ein Türkiston. In meinem Pazifik ist besser, einfach in glatt rechts stricken, bevor ich mit dem Muster anfange. Ich denke, ich muss tatsächlich gucken, ich werde so um die 10 Runden stricken. Ups, ich rutsche gerade aus dem Bild. Also ich werde jetzt so circa 10 Runden einfach nur in glatt rechts stricken. In Uni und dann sehen wir uns wieder. Ich denke so ein gutes Stück. Das soll hier so ein, ich habe mir da vorher keine Notizen gemacht. Ich mache das so frei nach Schnauze, aber ich denke vielleicht so 10 Runden so ein gutes Stück. Und dann sehen wir uns wieder. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt schon ein bisschen weiter gestrickt. Also wir waren ja jetzt bis hier. Ich habe die 10 Runden in glatt rechts gestrickt und habe hier nochmal den lettischen Zopf gestrickt. Falls ihr diese Wolle nehmen wollt, die ich habe. Also, ich habe erst das Grau gehabt. Warte mal. Ich weiß gar nicht, kann man das hier sehen? Dieses hier. Also, eine Farbe hat genau für einen Zopf gereicht. Und dann war dazwischen dieses Blau. Blau-Weiße.
Das habe ich tatsächlich abgewickelt. Das war jetzt nicht, ist nicht ganz so viel wie dieses einfarbige. Ich meine, ich hatte mir irgendwo den Faden hingelegt, um euch das zu zeigen, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich den hingetan habe. Also ich habe das Grau hier oben benutzt, habe dann das abgewickelt. Dieses hier ist dazwischen. So. Und danach kam dieses Rosa. Oder ist ja so lachsfarben. Das habe ich dann, habe ich noch mal einen lettischen Zopf gestrickt. Ich fand das jetzt so ganz hübsch und habe jetzt hier schon zwei Mustersätze von dem Muster gestrickt. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Das ist ja immer so, durch die Kamera verfälscht sich das immer so ein bisschen. Es ist ein Zopf, nicht ein Zopf, ein Lochmuster. Und ich weiß nicht, man kann das hier, glaube ich, sehen. Also da gibt es hier immer so ein V. Aber wie gesagt, durch die Kamera hier haben wir immer so ein V. Und dazwischen, mal sehen, haben wir ein ganz tolles Lochmuster hier. So, wir fangen jetzt auch wieder an. Ich hatte euch das ja schon vorhin schon einmal gesagt. Dieses Muster ist teilbar durch 10. Wir brauchen jetzt immer 10 Maschen für ein Muster. Ich habe ja pro Nadel 20 Maschen, also ich kann dieses Muster zweimal auf einer Nadel setzen. Das Muster geht über 9 rein. Ja, und dann würde ich sagen, dann macht ihr jetzt, wenn ihr möchtet, erstmal diesen lettischen Zopf. Mensch, ich habe gar nicht gesagt, dazwischen habe ich nochmal 2 Runden in Pazifik in glatt rechts gestrickt. So, ihr könnt ja jetzt auf Pause machen, wenn ihr den lettischen Zopf nochmal mit reinbringen möchtet. Danach 2 Runden in glatt rechts mit diesem Türkis. Und dann fangen wir von vorne an, das Muster zu stricken. Wie gesagt, ich habe 2 Mustersätze schon einmal gestrickt. So, wir arbeiten jetzt nur erstmal mit dem J, mit dem bunten. Dies Pazifik habe ich abgeschnitten. Das wird jetzt danach wieder für die Ferse genommen. Also ihr braucht jetzt nicht diesen ganzen Schaft, den immer mitzuziehen. Also ruhig den Faden jetzt einmal abschneiden. So, wir fangen an mit 2. Ich versuche jetzt das auch so langsam wie möglich zu machen. Vielleicht komme ich noch mal ein bisschen weiter runter. So rum. Also wir fangen an mit 2 Maschen rechts. Jetzt werden die nächsten beiden zusammengestrickt, aber rechts verschränkt. Das heißt, dass wir von hinten diese hinteren beiden Maschenglieder nehmen, die hinten liegen, und die stricken wir rechts zusammen. Dadurch, also wenn man das verschränkt rechts zusammenstrickt, neigt sich das R nach links. Die abgehobene Masche, wenn man das rechts zusammenstrickt, neigt sich das eher nach rechts. So, jetzt also rechts verschränkt. Dann eine Masche rechts, einen Umschlag, eine Masche rechts, einen Umschlag, eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammen, also jetzt hier von vorne einstechen, rechts zusammen und eine Masche rechts. 2, 4, 6, 8, 10. Das sind die 10 Maschen. Und ich zeige euch das noch einmal. 2 Maschen rechts stricken. Die nächsten beiden rechts zusammenstricken, aber verschränkt. Also von hinten die hinteren beiden Maschenglieder nehmen. Die werden jetzt rechts verschränkt zusammengestrickt, eine Masche rechts, einen Umschlag, eine Masche rechts, einen Umschlag, eine Masche rechts und zwei Maschen normal rechts zusammen, von vorne einstechen und eine Masche rechts. Das wiederholt ihr jetzt auf allen Nadeln. Und danach, es kommt immer zwischen dem Lochmuster immer eine Runde in rechts oben drüber. Also dieses Lochmuster jetzt hier auf allen Nadeln wiederholen und danach
alle Maschen rechts. So, weiter geht es mit der, ich sag mal, die zweite Musterreihe. Die danach sind ja immer alle rechts. Auch die Umschläge habe ich eben gar nicht gesagt, aber ich habe ja gesagt, alle rechts. Die Umschläge werden auch ganz normal nur rechts gestrickt. So, jetzt geht es wieder los mit zwei Maschen rechts und wieder zwei Maschen rechts verschränkt zusammen. Also wieder beide hinteren Maschenglieder, die fangen wir auf, stricken die rechts zusammen. Die nächste Masche wird rechts verschränkt gestrickt, also auch hinten, nicht hier das normale vordere, sondern das hintere Maschenglied holen und da rechts verschränkt stricken, einen Umschlag, eine Masche rechts, einen Umschlag, eine Masche rechts verschränkt und zwei Maschen rechts, normal rechts zusammen und eine Masche rechts. Das sind wieder unsere 10 Maschen. Ihr könnt euch das vielleicht auch so merken, da wo wir vorher die Umschläge gemacht haben, da kommt immer eine rechts verschränkte Masche drauf. Vielleicht könnt ihr euch das mal so, wenn ihr da angekommen seid und wir sind auch bei keiner rechts verschränkten Masche, dann habt ihr schon irgendwas verkehrt gemacht. Also immer da, wo wir die Umschläge gemacht haben, da kommt immer eine rechts verschränkte Masche. Jetzt nur mal so als Eselsbrücke. So, und jetzt noch einmal. Zwei Maschen rechts. Zwei Maschen rechts verschränkt. Also wieder die hinteren beiden Maschenglieder holen, die zusammenstricken. Eine Masche rechts verschränkt, also jetzt haben wir hier wieder, ich denke, ihr könnt das sehen, das ist der Umschlag von der vorigen Runde. Also die werden immer rechts verschränkt abgestrickt. Jetzt kommt danach ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und hier habe ich wieder den Umschlag von der vorigen Runde, also rechts verschränkt abstricken, zwei Maschen rechts zusammenstricken, eine Masche rechts. Hier sieht man auch ganz deutlich dieses V, was sich hier bildet. Also jetzt diese 10 Maschen wiederholen wir wieder auf ein 3 Nadeln noch und danach wieder eine Runde in rechter Maschen oben drüber. Die nächste Reihe oder Runde. Eine Masche rechts, einen Umschlag, eine Masche rechts, zwei Maschen rechts verschränkt, jetzt kommen drei Maschen rechts, zwei Maschen rechts zusammen, eine Masche rechts und einen Umschlag. Ich zeige euch das nochmal. Eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammenstricken, verschränkt zusammenstricken, also wieder von hinten einstechen. Jetzt kommen drei Maschen rechts. Ich habe euch vorhin erzählt, da wo die Umschläge sind, das ist jetzt nicht so. So, da stricken wir normal rechts, drei Maschen rechts, zwei Maschen rechts zusammen, also von vorne einstechen, eine Masche rechts und den Umschlag zum Schluss nicht vergessen. Und auch das wiederholt ihr auf allen drei Nadeln noch und wieder eine Runde in rechter Maschen oben drüber. Vergesst wirklich nicht zum Schluss den Umschlag. Auf jeder Nadel noch mal einen Umschlag. So, die nächste Runde fangen wir auch wieder an mit einer Masche rechts. Eine Masche rechts verschränkt. Einen Umschlag. Eine Masche rechts. Zwei Maschen rechts verschränkt zusammen. Eine Masche rechts,
zwei Maschen rechts zusammen, eine Masche rechts, ein Umschlag und eine Masche rechts verschränkt. Ich zeige euch das noch einmal. Eine Masche rechts, eine Masche rechts verschränkt, einen Umschlag, eine Masche rechts, zwei Maschen rechts verschränkt, zusammenstricken, eine Masche rechts, zwei Maschen rechts normal zusammenstricken, eine Masche rechts, einen Umschlag und eine Masche rechts verschränkt. Und das wiederholt ihr auch wieder auf allen Nadeln und danach wieder eine Runde in rechter Maschen oben drüber. So, jetzt sind wir schon bei der letzten Musterreihe angekommen. Und zwar fangen wir wieder an mit zwei Maschen rechts, eine Masche rechts verschränkt, einen Umschlag, eine Masche rechts. Und jetzt kommt eine Masche heben. Das heißt, wir heben die einfach, stechen hier ein wie zum Linksstricken und heben die hier einfach drüber. Die nächsten beiden werden rechts verschränkt zusammengestrickt. Na, komm her. So, und jetzt die wir gerade gehoben haben, die Masche, die ziehen wir jetzt über diese letzte Masche einfach rüber. So, jetzt geht es weiter mit einer Masche rechts, einen Umschlag, eine Masche rechts verschränkt und eine Masche rechts. Ich zeige euch das noch einmal. Zwei Maschen rechts, eine Masche rechts verschränkt, einen Umschlag, eine Masche rechts, eine Masche heben, also nur hier rüber, ohne was zu stricken. Die nächsten beiden werden rechts verschränkt zusammengestrickt, also wieder von hinten einstechen. Wenn es dann so funktioniert, wie ich das möchte, jetzt habe ich sie. Die gehobene, das ist diese hier, einfach hier so über diese Masche rüberziehen und schwupps fallen lassen. Dann eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts verschränkt und eine Masche rechts. Und das wiederholt ihr auch wieder auf alle Nadeln und danach kommt wieder eine Runde in rechter Maschen oben drüber. So, das sind die ganzen Musterreihen. Ihr könnt euch das ja, wenn ihr möchtet, noch einmal ein bisschen zurückspulen. Ich glaube, wir waren bei Sekunde 19, meine ich. 19 Minuten, nicht Sekunde. 19 Minuten circa. Da fange ich an mit den, mit den einzelnen Runden. Und dann könnt ihr euch das ja vielleicht einmal Runde für Runde aufschreiben, wenn es das für euch einfacher ist. So, dieses wiederholt ihr jetzt. Ich habe jetzt hier dreimal diesen Satz gestrickt und ich werde den bestimmt noch dreimal stricken. So, für die Ferse und wie es dann weitergeht, wir sind jetzt schon über 30 Minuten, da werde ich nochmal einen extra Film machen, sonst wird das hier viel zu lang. Also ihr habt jetzt ja erstmal zu tun mit den Muster. Ich denke, wenn man das so kippt, dann sieht man das ganz toll, dieses schöne V hier. Also mir gefällt das unheimlich gut. Wenn man das auseinanderzieht, da sind dann diese Löcher hier. So, wie gesagt, ihr guckt jetzt mal, wie weit ihr das haben möchtet. Ich werde das, denke ich, noch zwei bis dreimal machen, mal sehen. Und danach fangen wir mit der Ferse an, aber das in einem nächsten Video. Ja, wie immer freuen wir uns natürlich über das Däumchen nach oben, das Abo nicht vergessen und die Glocke, die müsst ihr einmal drücken. Dann verpasst ihr keins von den nächsten Videos. Ja, dann bis zum nächsten Video. Beginnen mit der Ferse.
Tschüss, eure Bianca vom Wohlaus Team. Thank you.